Guten Morgen zusammen. Ich bin jetzt hier an dem Lindenhof, wo das ganze Heu gelandet ist und die Heulage aus Norddeutschland. Ich fahre hier gerade einen Feldweg. Auf dem Weg dahin bin jetzt mit Sicherheit schon 2 Kilometer Feldweg gefahren. Schöne Ecke hier. Und ja, hier kommt mir ein Traktor schon entgegen, der mit Sicherheit Richtung Heimat fährt oder fahren möchte. Oh, hier kommen mir ganz viele entgegen. Moment. Ich fahre mal hier aufs Feld, weil mir wurde schon gesagt, die wollen sich früh auf den Weg machen. Vielleicht bin ich ein bisschen zu spät. Und das möchte ich mir natürlich hier nicht entgehen lassen, den Track zu filmen. Oh, ist schon schön warm hier, man braucht gar keine Jacke. Gott sei Dank, ich bin nicht zu spät. Moin! Hallo! Hey! Und, wie habt ihr geschlafen? Sehr gut. Super Feldbett und super Verpflegung. Essen war klasse gestern Abend. Wir haben Getränke gehabt, wir haben alles, zwar ein bisschen kaputt, aber ich denke mal, wir haben eine super Fahrt gehabt, nichts unterwegs passiert. Einmal einen kleinen Platten, aber sonst nichts. Wir konnten weiterfahren. Also vom Feinsten gehabt alles. Also wenn sich einer bedanken muss, dann sind wir das. Nein. Wir haben unsere 2000 Ballen, die wir runtergebracht haben. Wir haben ja immer noch mal gute 1000, 1200 Ballen bei uns im Petto. Ach, jetzt komm doch mal. Oder willst du noch mal ausmachen? Ja, können wir. Ein bisschen Sprit sparen. Ja. Nee, wir haben wirklich nicht viel Sprit gebraucht. Das hat super gut geklappt. Wir haben gestern Abend hier getankt. Das hat auch sehr gut geklappt. Also es hat richtig Spaß gemacht. Die Tour sind alle motiviert. Wir waren knapp 80 Fahrzeuge. Also sowas Tolles. Die Motivation der Leute alle. Die ersten sind schon nach Hause, weil die noch ein bisschen arbeiten müssen. Wir müssen ja mindestens 14 Stunden wieder fahren. Ja. Aber es hat Spaß gemacht. Es war wirklich klasse. Voll krass. Ja. Ihr seid echt der Hammer. Der hat's auch. Wir sind total motiviert. Ja, jetzt moin zusammen. Moin, moin zusammen. Hier ist der Norden. Sieht so ein bisschen müde aus immer. Jo. Das kommt, weil die Alten alle schnarchen. Ja, ich finde das einfach herrlich. Ihr seid mit 80 Traktoren tatsächlich 14 Stunden lang hier hingefahren, oder was? Ja, 13,5. 13,5. Ja, von zu Hause musst du dazu rechnen. Ja. Und ihr habt wie viele Ballen? 2000 Ballen? Knappe 2000 Ballen haben wir runtergefahren und wir haben aber noch 1200 Ballen zu Hause liegen, die wir auch noch bringen können. Aber das werden wir im Frühjahr nochmal mit denen besprechen. Wer nach Bedarf, wenn das fehlt, bringen wir noch welche her. Erklär nochmal genau, warum ihr die Aktion gemacht habt. Ich meine, ich weiß es, die meisten hier wahrscheinlich auch, aber es gucken jetzt schon 4000 Leute zu Frühstücksfernsehen. Wir haben damals 2013 schon mal eine Fluthilfe gemacht nach Fischbeck, wo der Deich gebrochen ist. Ja. Und das war meine emotionalste Fahrt, die ich in meinem Leben bis jetzt gehabt habe. Und die möchte ich mal wieder, und das haben wir gestern wieder erlebt. Leute zu helfen, die selber sich nicht helfen können, denen, wo Futter fehlt. Und das war damals schon gut, das haben wir heute wieder erlebt. Oder gestern Abend, den ganzen Tag. Auch die Leute standen an der Straße, haben uns zugewunken. Die haben gewunken und gehupt und Daumen hoch. Es hat so viel Spaß gemacht, hierher zu fahren. Echt, jetzt gestern? Gestern, das war, die wurden alle Banner dran gehabt mit Fluthilfe, die wussten alle, wo wir hinwollen. Es hat so viel Spaß gemacht. Also das ist Feeling pur, das kann man mit Geld nicht bezahlen, was man da emotional erlebt hat. Ich würde euch ja gerne mit runter ins Tal nehmen, damit ihr das auch mal da erlebt. Das ist natürlich die Katastrophe, die du siehst, deshalb sind wir alle hier, wenn die nicht passiert. Ich sag mal, das ist so eine Gefühlswaschmaschine. Auf der einen Seite hast du so ein tolles Gefühl, wie du es gerade beschreibst, aber dann gehst du irgendwo ins Tal und dann denkst du, das kann nicht wahr sein, was du gerade siehst nach bald 8 Wochen. Wir haben es jetzt leider nicht mit Augen gesehen, das war ein bisschen schade. Aber wir haben die Bilder von dir immer gesehen und das war schon, letztendlich hast du uns ja aufgerufen mit den Bildern, was passiert ist. Und deswegen sind wir ja gestartet. Und wir sind mit ein paar Leuten gewesen, mit 3 Leuten, haben gesagt, du, wir müssen mal los. Und dann haben wir die Facebook-Gruppen gemacht und dann haben wir gesagt, wer kann Heu spenden? Yo, ich. Und dann hatten wir so viele Ballen zur Verfügung, das war klasse. Ja. Dann sind wir weitergefahren und haben gesagt, dann haben wir eine Fahrergruppe gemacht. Die sind natürlich jetzt gestern nochmal 12 Leute Moin. Ausgefallen. Weil wir zu wenig wegen Ernte, wir sind in der Getreideernte bei uns ja noch nicht fertig. Ja. Und dann ist natürlich das ausgefallen. Da sind nochmal 12 Fahrer ausgefallen, der eine andere ist nochmal nachgekommen und dann passt das auch schon für uns. Ja, super. Also ihr seid auch noch voll in der Ernte, oder? Wir sind noch in der Ernte, letzten auch Strohpressen noch, aber wir haben trotzdem Zeit genommen, um hier einmal zu helfen. Der Termin steht ja schon seit 9 Wochen und dieses Wochenende wieder zu fahren. Echt krass. Also muss man sich vorstellen, die Jungs sind noch in der Ernte und sind eigentlich hier. Also wir sind heute auch den letzten Tag am Pressen wahrscheinlich. Hoffe ich mal, dass es heute alles durch ist. Aber wenn du das unten siehst, dann setzt du die Prioritäten anders. Ne? Das geht natürlich nur, wenn der Betrieb zu Hause weiterläuft. Ne? Ja. Wir wollen mal hoffen, dass wir im hellen Hause kommen.
Werden wir nicht schaffen. Wie schnell fahrt ihr? 40? 40. Ja. 40. Ja. Schneller geht nicht. Ja. Und fahrt ihr Bundesstraße oder was? Oder auch Autobahn? Ja, wir haben gerade eine Route rausgesucht, dass wir eigentlich nur über Bundesstraße fahren. Auf dem Hinweg. Ja, Florian sagte so schön, dass wir bei Heidi an der Alm vorbeigefahren sind. Das wollten wir. Hochsauer. Auf dem Hinweg haben wir es gemacht, auf dem Rückweg wollen wir es eigentlich nicht mehr. Ja. Okay. Wir versuchen, Bundesstraße zu fahren. Das war etwas anstrengend, das Ganze. Ja. Das ist sehr, sehr kleine Wege, beladen. Und mit den Steigungen, wenn man da mit 11 km/h hochfährt, wir wissen ja alle, das geht auch wieder runter. Und runter ist dann gefährlich. Und wir sind nur Flachland gewöhnt. Erfordert eine sehr hohe Konzentration. Und das konnte man auch gestern allen Fahrern anmerken. Ja, wie kommt ihr mit der dünnen Luft hier oben auf dem Berg klar? Ich meine, ich kann sowas machen. Ne? Sauerstoffzellen. Ja. Aber was wir noch mal ganz wichtig sagen müssen, ist die Hilfsbereitschaft bei uns in der Gegend, wer Heu gespendet hat. Und dann haben wir einen kleinen Aufruf gemacht, um diese zu spenden. Da kamen Gelder für uns zusammen, das ist phänomenal. Oder wenn wir gesagt haben, wir brauchen ein bisschen Verpflegung, wir brauchen ein paar Frikadellen und Bockwurst und Käse. Das war phänomenal. Wir haben eine Spendenbereitschaft gehabt, das ist Wahnsinn gewesen. Es gibt Leute, die auch was 50 Euro, 500 oder 1000 gespendet haben. Das war, da müssen wir einfach Danke für sagen. Ne? Das sind einzelne Leute, die so viel Geld gespendet haben für uns, weil wir wissen, es kommt hier unten sofort an und nicht über große Kanäle irgendwo etwas. Und das ist schön. Da wird nichts abgezweigt, sondern die Hilfe und die Spenden sind direkt hier angekommen. Die haben wir überbracht und werden noch was überbringen. Und da sind keine Reibungsverluste und auch keine Abzweigungen für irgendwas für uns. Also keine 30% abgezogen für Transport und Verwaltung. Da ist nichts. Also wir tragen die Traktoristen und Lkw-Fahrer, die tragen die Kosten alle selber. Wir sind hier betankt worden. So, da wird noch drüber befunden, wie das abgerechnet wird. Das ist noch nicht ganz in trockenen Tüchern, aber alle Fahrer wussten, dass sie das eigentlich aus eigener Tasche bezahlen müssen. Und wenn das noch ein bisschen anders kommt, dass wir gesponsert werden, dann ist das sehr glücklich für uns. Viel wichtiger ist, dass hier unten den Menschen geholfen werden, die Hilfe benötigen. Ja, super. Also ich kann das mal noch mit einem Satz ergänzen. Mein Name ist Carsten Güttinghaus. Ich bin eigentlich gerade im Bundestagswahlkampf bei mir in der Region. Das sind die Landwirte aus meinem Wahlkreis. Und ich wurde angesprochen von Kurt Meyer und wurde gefragt, willst du mitkommen? Erstens kommst du selbst aus der Land- und Forstwirtschaft und zweitens kannst du auch notfalls hinter das Lenkrad springen. Da habe ich gesagt, genau diese Struktur, die müssen wir erhalten vor Ort, regionale Landwirtschaft erhalten. Das ist der Zusammenhalt, den wir brauchen, auch in diesen Zeiten der Solidarität. Wenn in diesem Land eine Lage auftritt wie jetzt gerade hier, greift hier jedes Zahnrad ineinander. Und was ich hier erlebt habe von der Organisation und von dem gesamten Ablauf, das ist wirklich ganz große Klasse. Und deshalb habe ich sofort gesagt, Wahlkampfstopp, raus mit den Leuten hier rein. Und das war richtig gut. Super. Großes Kompliment. Das ist der dritte Politiker, den ich jetzt hier vor die Kamera kriege. Ja, aber ich finde es gut. Aber er ist nicht als Politiker heute hier. Nein. Ja, aber ich finde es gut, dass du es erwähnt hast, weil im Endeffekt hätte es auch mehr Politiker hier unten geben können. Ich weiß aber von vielen, die sind inkognito hier mit Eimerketten mitgegangen. Dickes Lob an alle. Politik ist hier völlig irrelevant. Ne? Es geht darum, den Leuten zu helfen. Und das ist das Einzige. Wir machen das Ding ja auch ohne Politik. Ja. Letztendlich, ja. Denke ich, muss jedem mal bewusst sein, wenn wir hier runterfahren, ich sag mal 1000 Euro für jedes Fahrzeug, was hierher fährt, mit den Kosten, die der Schlepper so hat. Das sind nur die Kosten. Sind nur die Kosten und wir machen es trotzdem gerne, weil wir gerne helfen. Und wir haben nicht ganz viel gesehen, wir waren im Tal nicht, sind jetzt nur über die Bundesstraße gekommen, haben die Brücken nur gesehen und haben die Ahr gesehen, was da unten so liegt. Und da wird einem schon anders bei. Ne? Ja. Also das ist, auch wenn wir nicht viel vom Geschehen mitgekriegt haben, wir helfen trotzdem gerne. Also ich bin ja jetzt gleich wieder unten mit meiner Erdkarre. Ne? Die haben schon um 7 Uhr, glaube ich, mit den Kettensägen angefangen. Wir sind tatsächlich jetzt noch ein Waldstück am Machen. Da ist ein ganzes Haus reingeschwommen. Und da haben wir wahrscheinlich mit drei großen, also 30 Tonnen Kettenbaggern, mit mehreren kleinen Baggern, haben wir wahrscheinlich 5 Tage Arbeit. Wir sind noch immer in bestimmten Bereichen am Anfang. Also das ist echt krass und wir sind ja jetzt in der 8. Woche. Ne? Also die Katastrophe kannst du dir nicht vorstellen. Du kannst hier am Arbeiten bleiben und du siehst kein Ende. Ne? Das ist deshalb, man muss es eigentlich sehen, dass du es kapierst, aber ihr seht genug von der Brücke. Ne? So zieht sich also das über 50 Kilometer nach... Auf dem Weg hierher habe ich nur gesagt, also was man auf Videos und Bildern sieht, dass wenn man hier echt war und hat das gesehen, das ist ein ganz
Das ist eine ganz andere Nummer. Ja. Also ich neige ja auch nicht zu übertreiben. Ne? Ich will einfach nur zeigen, wie es wirklich ist. Und ihr habt es, glaube ich, alle verstanden. Also auch mit diesem Konvoi, wir sind zum Schluss, ich glaube, wir waren 9 Fahrzeuge, weil sich das alles ein bisschen auseinandergezogen hat. Und ja, letztendlich war es so, erst gucken die Menschen alle so ein bisschen sehr sparsam, auch als wir durch Bonn gefahren sind, dass da so große Gerätschaften kommen. Und wir haben ganz viel gesehen. Wir haben vorne im LKW haben wir Fluthilfe drin stehen. Ganz viel da mit dem Finger drauf gezeigt und dann haben sie die Banner an der Seite gesehen und dann wussten die erst was. Also was wir wirklich treiben und auf einmal gingen auch die Daumen hoch und alle haben sich gefreut. Ja, dauert manchmal ein bisschen. Also das war ein super Erlebnis. Wirklich. Aber das soll den Menschen ja auch mal klar sein. Es ist egal, ob du Bauer bist, ob du Ingenieur bist oder sonst was. Wir arbeiten da unten alle zusammen. Es interessiert überhaupt keinen. Die sind alle voll mit Matsch. Gut, ich habe jetzt die Hose von gestern. Aber da siehst du Leute rumrennen, ne? Da denkst du, das ist völlig egal. Wir sind da mit 2000 Leuten, haben wir gestern am Helfer-Shuttle noch eine lustige Versteigerung gemacht und alles. Das ist völlig irrelevant, weil hier zählt nur das eine, das Helfen und die Menschlichkeit. Ne? Und deshalb seid ihr auch hier. Und ich finde es einfach klasse. Aber Markus, wir haben noch was für dich. Moin. Moin. Ich habe gedacht, dir ist ja alles gesagt, weil wenn du die noch so lange aufhältst, dann brauche ich dann nicht warten auf dich. Da sind auch noch welche, die vom Bund kochen, die freuen sich auch auf dich. Wir haben mitbekommen, dass du eine neue Mütze brauchst. als Dankeschön, Anerkennung. Du sagst ja immer, du selber machst ja gar nicht viel. Tust du doch. Wärst du und Willem nicht am Tag nach der Flut hierher gefahren, wüssten wir alle nicht, was hier abgegangen wäre. Und dann wäre keiner von uns heute hier. Und deswegen einfach als Anerkennung, als Dankeschön, das ist ein kleines symbolisch, ob du sie aufsetzen möchtest oder in die Vitrine legst, eine für dich, eine für Willem. Super, nehme ich sehr gerne an. Möchten wir euch gerne hier lassen. Also, wir danken euch alle. Es gucken gerade fast 7000 Leute zu, nur mal zur Information. Hallo. Ja, wenn ihr noch irgendwas loswerden wollt, ne? Du kannst immer sehr gut reden. Wir kennen uns muss, ja. Muss nicht. Ich bin nur tatsächlich nur Mitfahrer. Für mich war es mal sehr entspannt, auch mal nicht zu organisieren, sondern einfach nur mich an den ja, quasi gedeckten Tisch. Da vor Ort ja sehr viel mitgemacht. Mich an den gedeckten Tisch zu setzen und einfach nur mal mitzufahren. Die Route war ausgearbeitet, war alles organisiert, perfekt gelaufen. Feldbetten, Zelte, Verpflegung, alles organisiert. Und, ja. Wenn du jetzt nicht hier wärst, wo wärst du dann jetzt, gerade im Moment? Was würdest du jetzt machen? Jetzt würde ich gerade wahrscheinlich zu Hause frühstücken. Hätte ich gerade meinen Stall fertig. Ja? Ja. Also Stall wäre fertig, du würdest jetzt frühstücken. Und dann noch wieder rausgehen zum Stall, noch weitermachen. Ja, und da habe ich jetzt meine Eltern, Praktikant, Azubi, die da mir da den Rücken verhalten. Ja, dann grüß deine Eltern schön. Ja, das mache ich. Ja, das ist so krass, ne, weil die Jungs haben natürlich Vieh zu Hause, ne, die meisten von euch, denke ich. Ne? Ihr habt sowieso den Arsch voll Arbeit plus die Ernte noch dabei. Ne, das ist ja immer noch eine doppelte Belastung für euch. Trotzdem seid ihr hier und ich kann nur meinen Hut ziehen und echt krasse Aktion von euch. Also, vielen, vielen Dank und das darf einfach nicht vergessen werden, deshalb auch meine Videos hier. Und das ist ja der Grund, warum wir hier sind. Ja. Wenn du die nicht gemacht hättest, wäre ja kaum jemand hergekommen von sich aus. Also ich glaube, ich habe ganz viele Kosten erzeugt bei vielen Menschen, aber es ist einfach nötig. Und deshalb sehr vielen Leuten wirklich geholfen. Ja, ja und darum geht es. Ne? Darum geht es einfach. Es geht auch über die Akzeptanz der Bevölkerung. Wir haben jetzt auch gelesen in deinem Post von gestern, wo du unseren Konvoi online gestellt hast, da gibt es Kommentare wie ich beschwere mich nie wieder über landwirtschaftliche Fahrzeuge auf der Straße. Das sind also durchaus sehr positive Dinge. Da ist auch was zusammengewachsen, was über Jahre hinweg nicht mehr so gut lief. Ja, also ich denke, wir konnten auch mit vielen Aktionen mal das Bild der Landwirtschaft ins richtige Licht rücken. Ne? Wir lassen ja immer nur über uns reden, weil die haben eben die mediale Macht, sage ich mal. Jetzt haben wir im Prinzip nur mal gezeigt, wie wir ticken, wie wir wirklich ticken und haben auch mal hier Kanäle benutzt, die eben auch medial eben ein bisschen höher stehen. Und echt, wir sind einfach Landwirte, wir wollen einfach nur das Beste für die Bevölkerung und wir haben nicht vor, hier die Umwelt zu zerstören oder sonst irgendwas, das muss jetzt auch mal gesagt werden. Wir sind sofort da, wenn Hilfe benötigt wird und wir helfen können und das machen wir schon. Wir sind ja seit 8 Wochen da unten mit allen möglichen Bauern. Das muss einfach mal festgehalten werden. Ne? Und ihr seid hier, um wieder uns zu unterstützen. Dafür müsst ihr aber wieder zu Hause unterstützt werden. Was hier gerade läuft in Deutschland, ich glaube, das ist einmalig. Und wir wollen einfach auch nur mal zeigen, uns liegt was dran, dass wir alle zusammen das Ding hier aus dem Schlamm ziehen. Ne? Und jeder tut das, was er kann. Und ihr habt Futter gebracht. Ne? Dazu vielleicht noch eine Ergänzung. Ich weiß nicht, ob ihr das schon gehabt habt. Viele
Für viele ist es vielleicht nicht unbedingt ersichtlich. Das ist ja zum einen das Futter, was wirklich weggeschwommen ist, sondern aber auch das Futter, was auf den Feldern noch steht und eigentlich wachsen müsste. Das sieht ja jetzt schon wieder sehr schön aus. Wenn viele von deinen Videos, die Natur erholt sich sehr schnell. Ja. Es sieht auch in den Überflutungsgebieten sehr grün aus wieder. Weil die halt Natur halt eben einfach weiter wächst. Die kann das kompensieren. Es ändert aber nichts daran, dass da vor 8 Wochen eine kontaminierte Brühe rübergelaufen ist. Und die Grasaufwüchse, die sehen zwar schön aus, sind aber hochbelastet mit Schadstoffen. Die kann ich als Viehfutter nicht verwenden. Ja. Das wird mit ganz viel Glück nächstes Jahr im Frühjahr, und dann sprechen wir vom Mai, irgendwann wieder ernten für die Futternutzung. Wenn es gut läuft. Und dann die ganze Unrat, der da drauf läuft, das muss abgesucht werden. Also wird wirklich in den Überflutungsgebieten dieses Jahr kein Futter mehr geerntet werden können. Und das ist dann halt eben einfach mal, um die Notwendigkeit der Futterspenden hier genau vor Augen zu führen. Wir machen im Prinzip bis zum Spätsommer Futter, und dann muss die Futtermenge stimmen fürs ganze Jahr. Unter anderem auch für euch da zu Hause, die gerade am Frühstückstisch sitzen. Wir machen für euch auch das Futter einmal im Jahr, und da muss die Menge stimmen. Und da arbeiten wir alle das ganze Jahr drüber dran. Und das ist der Tenor, den wir Landwirte hier haben, dass wir im Prinzip die Ernte einfahren, auch für euch. Jetzt nicht nur hier für die Tiere, sondern das muss alles gesichert sein. Und deshalb machen wir auch die Videos und waren auch auf Demos, weil wir einfach für euch auch das Futter erzeugen wollen. Nach wie vor in bester Qualität. Und ihr seht, was das hier für Jungs sind. Was für eine Motivation, die hier an den Tag legen. Mal jetzt wieder 14 Stunden zurückfahren. Und das machen wir nicht nur, um hier Tiere zu füttern, sondern auch, um euch zu füttern. Unser Leben lang im Prinzip. Ne? Und das muss einfach auch mal gesagt werden. So, ich will euch nicht länger aufhalten. Ja, ruf in Bonn an, wir kommen. Alle Ampeln auf grün jetzt. Und die Brücken ein bisschen höher setzen. Das war gestern tatsächlich so mit 3,10 Meter Brücke, wenn man das Schild dann zu spät sieht. Das ist echt unglücklich, wenn man dann mit so einem langen Gespann dann irgendwo in der Stadt umdrehen muss. Ja. Das ist nicht einfach. Ja, aber jetzt kommen die alle durch, oder? Wir sind ja viele jetzt schon genauso hoch wie beladen. Ja. Ja. Aber jetzt wissen wir ja, welche Brücken nicht gehen. Man muss sie halt nur von der anderen Seite wiedererkennen. Ne? Also ich filme euch jetzt bei der Abfahrt, das, und das ist, glaube ich, nur ein Teil jetzt von dem Konvoi, weil schon einige weg sind. Ne? Die meisten sind ganz, weg. Ganz kleiner Teil. Also, wir sind tatsächlich der Rest. Ihr wart 70 oder wie viel? 75, ja. Also knapp 80 Fahrzeuge waren es. Plus Servicewagen, der Verpflegung mit hatte, Getränke und auch jemand, der die Betten mit hatte und jemand, der nur einen Reifenwechsel hatte, dass wir Wagenheber dabei hatten. Aber was für auch ganz wichtig ist, dass wir uns gleich nochmal bei der Küche bedanken, dass das so gut geklappt hat hier. Die Bunte, wie heißt die noch? Bunt Kochen e.V. Und das muss man wirklich erwähnen, was die auf die Beine gestellt haben für uns, das ist phänomenal. Ja. Das ist richtig klasse, also ein super Essen. Hilfsbereit, und die war Nacht um 1 Uhr, hat sie mir noch geschrieben, und morgen um 5:30, nee, ich komme her, um hier doch mal euch wieder zu verabschieden. Das ist einfach wirklich klasse. Hammer. Die sind auch noch da und freuen sich, dass sie noch vorbei. Dann fahre ich jetzt gleich rüber, wenn ihr weg seid. Ja, genau. Wir sind jetzt ja nur noch 8 Fahrzeuge. Ja. Also von schlapp 80 sind wir jetzt noch 8, die anderen sind ja alle schon los. Ja. Jetzt weiß ich auch, an wen du mich erinnerst. Ich denke die ganze Zeit, das ist doch Mario Barth. Ganze, wa? Okay, dann, ich wünsche euch alles Gute, gute Heimfahrt. Und alle, die jetzt am Straßenrand irgendwo hier die Jungs sehen, Daumen nach oben ist sowieso ein Muss, aber klatschen wir noch besser. Ich danke euch. Ne? Danke, danke, danke. Da geht mir wirklich immer das Herz auf, wenn ich die ganzen Kollegen aus ganz Deutschland immer treffe. Und es muss nicht immer eine Demo sein, es kann auch sowas hier sein. Und wirklich, uns liegt was dran, dass die deutsche Landwirtschaft erhalten bleibt, um euch mit gesunden Lebensmitteln zu versorgen. Und das sind alles keine Leute, die auf den Kopf gefallen sind, was man uns ja gerne schon mal unterstellt. Deshalb tiefsten Respekt für das, was hier geleistet wird. Und das ist ja nicht nur der Futtertransport. Ich sehe, wie viele Landwirte da unten mithelfen im Ahrtal. Und das ist einfach so, wir tun das, was wir können. Das ist nun mal das mit großen Maschinen. Und er ist Jägermeister. Und das ist nur ein kleiner Teil. Ich zähle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Fahrzeuge. Das sind also noch nicht mal 10% von dem kompletten Konvoi, der hier angekommen ist. Auch nicht mal 10%.
Dirk Koslowski, mit dem habe ich viel Kontakt. Der kann auch perfekt erklären, Zusammenhänge erklären. Wenn ich mal eine Frage habe zu landwirtschaftlichen Sachen, dann rufe ich den schon mal an. Der weiß einfach alles. Der Unimog hat hinten ein bisschen Gewicht drauf, damit er ein bisschen mehr Zugkraft hat. Echt Wahnsinn. Also total krass. Das sind, wie gesagt, nicht 10% vom ganzen Konvoi, die gerade hier wegfahren. 14 Stunden liegen jetzt vor den Jungs. Unfassbar. So, ich nehme euch jetzt mit. Morgen. Ich muss einmal wegfilmen. Da hinten ist die Heulage und da hinten ist das Camp. Ich nehme euch jetzt mit dahin und mal gucken, wen ich da noch finde. Und hier mal in meinen Elektroschlitten hier. Ich habe, glaube ich, gerade in Kuhmist gestanden. Ich liebe ja den Geruch. Das ist für mich wirklich 4711 für Bauern. Und werde den Geruch wohl auch bei mir tragen hier im Auto. So. Das ist der Lindenhof hier. Ich fahre mal hier übers Feld. Entschuldigung fürs Gebimmel, mit einer Hand anschnallen ist doch schwierig. Da hinten sind Fahrzeuge, die hier das Heu abgeladen haben. Das war gestern, glaube ich, nur ein Aufruf. Und hier sind auch heimische Landwirte, sehe ich gerade. Moin! Morgen! Du bist jetzt live. Und was sagst du zu der Futterspende? Wahnsinn hier, was hier los war gestern. Wir haben bis gut 1 Uhr abgeladen und dann haben wir alles geschafft gehabt. Super. Ich geh mal rüber gerade. Warte, geh mal hoch, ich bin einmal. Morgen. Du bist live, ist das okay? Hab ich kein Problem. Schönen Gruß an Ernie im Wald Pforzheim. Ah, okay. Ich sehe ihn heute Abend beim Bier trinken in der Heimat. Du hast für Wasser gesorgt, oder was? Nein, ich habe Paletten gebracht. Ah. Ernie arbeitet doch in einer Palettenfirma und da habe ich nochmal Paletten organisiert, die hier, um die Ballen draufzusetzen. Ja, also das Heu muss auf Paletten stehen, sonst zieht das die Feuchtigkeit aus dem Boden und fängt dann an zu gammeln. Vielen Dank. Ne? Ich gehe mal gerade rüber, ich gucke mal, wer noch da ist. Kein Problem. Aber ich glaube, hier löst sich gerade alles so ein bisschen auf. Da hinten wird gerade noch Heu gestapelt. Da sind Traktoren unterwegs. Mal schauen. Ihr seht, was hier für eine Masse steht. Also alle Betriebe, die kein Futter haben und kein Futter mehr machen können, weil es einfach kontaminiert ist, der Boden, können hier am Lindenhof sich Futter holen. Und das ist vielleicht alles Salzwiesenheu oder Heulage aus dem hohen Norden. Ah, hier ist noch was los. Das THW hat hier auch ausgeholfen, mit Zelten sehe ich gerade, die jetzt, ich glaube, abgebaut werden. Moin! Darf ich euch filmen, oder? Ja. Euch auch? Kein Problem. Hi. Hi. Ihr habt mit Schlafzelten, denke ich, waren das, ausgeholfen? Schlafzelten und die ganze Nacht mit Beleuchtung, damit die Jungs abladen konnten. Bis 1 Uhr haben die, glaube ich, abgeladen, ne? Wow, 1:30, 2. Keine Ahnung. Also ich weiß, dass ich um 2:30 heute Nacht zu Hause war. Oh je. Morgen. Ja, vielen Dank. Ne? Vielen Dank. Alles gut. Muss man sich mal vorstellen, also die sind jetzt auf dem Rückweg. Moin, darf ich dich filmen? Ja. Ja. Die sind jetzt auf dem Rückweg, haben bis 1 Uhr hier gearbeitet und haben jetzt 14 Stunden Fahrt vor sich.
und sind natürlich 14 Stunden hier hingefahren. Die sind gestern Morgen um 5 Uhr gestartet. Gestern hier, ich weiß nicht wann angekommen. Ja, wahrscheinlich dann um 19 Uhr. Morgen zusammen. Darf ich euch filmen hier alle? Ja. Ja. Moin, wir kennen uns aber. Ach ja, klar. Guten Morgen. Auch mit den Krücken. Wir hatten sie telefoniert. Neulich wegen den ganzen Sachen, die wir noch für uns kochen brauchen. Ach so. Hattest du mich angerufen? Wegen dem Zelt und so weiter. Ja. Und aus diesem Zeltaufruf ist tatsächlich das hier alles entstanden. Hat geklappt, alles. Ja, also gespendet bekommen. Also vielen Dank an euch hier im Hintergrund, wieder hat geklappt mit dem Zelt hier. Das ist gespendet worden? Das ist gespendet worden, ja, genau. Das ist von unserem Verein gespendet worden. Genau. Bund Kochen ist ja, der Verein. Genau. Erklär mal bitte was zu dem Verein. Warum seid ihr jetzt genau hier? Also, Bund Kochen ist eigentlich erst, die Idee kam erst im August auf, durch diese ganze Aktion, was hier alles passiert ist im Katastrophengebiet. Und wir haben, das ist der Michael, der steht hier hinten. Genau, und der ist gerade noch. Wir haben halt gesagt, wir müssen helfen. Das war so der Aufruf. Ich habe deine ganzen Videos von Anfang an wirklich mitverfolgt und haben wir gesagt, also wir müssen es schaffen, dass wir hier was auf die Beine stellen. Dann haben wir uns erst mit Manpower für eine andere Feldküche engagiert und dann haben wir auf einmal gesagt bekommen, ja, könnt ihr nicht für eine Heuspendenaktion für 70, 80 Leute grillen? Und dann haben wir gesagt, ja, kriegen wir auch noch hin. Und aus einem Wir grillen mal ist das hier alles entstanden, was man hier im Hintergrund sieht, mit Foodtruck, mit Lagercontainer, mit einem Kühlhaus und so weiter. Und wir haben das Gelände hier von dem Bauern kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen, dass wir hier bleiben dürfen und dürfen das hier aufbauen. Und dann haben wir gesagt, okay, wir bauen hier eine Küche auf, mit der wir auch ausliefern können. Also ihr fahrt von hier im Prinzip Essen aus? Wir können von hier Essen ausliefern, genau, das wird jetzt alles entstehen. Also die Küchen, die im Ahrtal sind und Essen brauchen, können sich bei uns melden. info@bund-kochen.de. Ihr überfahrt mich immer mit allem, da wusste ich ja gar nichts von. Das ist ja krass. Also man kann bei euch Essen bestellen. Das wird dann kostenfrei? Oder kostenfrei. Ausschließlich komplett kostenfrei. Wir nehmen keinen Cent dafür. Das war uns ein Anliegen. Deswegen, wir zwei kennen uns über ein Kochnetzwerk, haben, wie sie schon gesagt hat, aufgebaut. Dann haben wir gesagt, okay, wir müssen was Eigenes machen. Der Verein ist jetzt knapp 3 Wochen alt. Wir haben das hier aufgebaut und haben gesagt, wir machen das weiter, größer. Wir sind auch schon mit diversen Bürgermeistern im Gespräch und gesagt, ja, wir vergrößern das auch noch. Es kommt noch eine zweite Küche da neben diesem Trakt dran. Ja. Und wir können dann bis zu 2000 Essen kochen. Und da, wo Bedarf ist, wollen die sich melden. Und alles ist und bleibt kostenfrei. Wir finanzieren uns durch Spenden. Wer spenden will, wir haben schon Großzüge. Wir haben von 1 Euro bis 200 Euro schon bekommen. Jede Hilfe ist willkommen. Wir freuen uns über alles. Die Leute, selbst wenn es nur 1 Euro ist, ich schreibe immer vielen, vielen Dank, das ist viel, viel wert. Und vor allen Dingen, wir helfen uns auch untereinander. Zum Beispiel wie heute. Wir haben Frühstück gemacht für den Konvoi, für die Leute, dass sie dann gestärkt hinkommen und haben dann jetzt noch einiges an Obstsalat über plus 160 Brote. Und werden wir gleich in unserer Gruppe teilen. Wer möchte, kriegt die plus noch einige 100 Brötchen und die geben wir jetzt, weil wir sind fertig und bevor es schlecht wird, kriegen die anderen. Super. Genau. Also wie kann man euch spenden, wenn man euch unterstützen will? Am besten über die Website www.bund-kochen.de und da gibt es einen Spendenbereich. Da unten steht die Adresse. Ich blende es jetzt nochmal ein, holt euch einen Zettel raus, einen Stift raus und jetzt könnt ihr mitschreiben. Also, das wird alles hier oben verkocht sozusagen und dann runtergeliefert ins Tal. Alles kostenfrei. Alles über Spenden ist abgeklärt mit. Das ist alles abgeklärt mit Ortsvorstehern und so weiter. Ja. Wir hatten auch bereits schon. Also interessanterweise, wir hatten noch gar nicht so weiter gedacht. Wir haben tatsächlich selber die Anrufe bekommen. Also bei ihr hat es angefangen, bei meiner Kollegin, bei der Corinna.
Da rief einer an, ich hatte vor kurzem zwei Anrufe von zwei Bürgermeistern, wie viel könnt ihr, Ahrweiler direkt. Wir haben auch schon mit dem Gesundheitsamt, also alles ist auch behördlich abgenommen. Wir kooperieren mit denen, damit nichts passieren kann, damit eben die Versorgung wirklich sichergestellt ist. Die haben sich unsere Küche schon angeguckt, die haben mit uns gesprochen, sind mega zufrieden. Wir halten die Gastro-Standards ein, da sind die mega happy, also so wie es einfach sein soll. Und deswegen auch offiziell. Und alles abgeklärt. Total krass. Ich bin ja jetzt hier eigentlich wegen Pferdefutter, Kuhfutter. Die Produzenten waren ja eben hier, die sind weggefahren. Ne? Und ihr seid jetzt hier für Menschenfutter. Ich wusste es nicht. Ne? Ich finde das so krass, was sich so alles selbstständig entwickelt. Aber wie ist das? Habt ihr auf sowas gewartet oder wie kommt man dazu? Man hat doch einen Job oder hat so sein Leben und dann auf einmal kommt so ein Cut hier. Ja, genau. Also ich muss dazu sagen, ich war jetzt eine ganze oder bin immer noch zu Hause. Ich hatte eine ganz schwere Fußoperation. Habe seitdem das hier angefangen hat und auch schon also die Katastrophe insgesamt angefangen hat, saß ich zu Hause auf dem Sofa mit Handy und Tablet und war im Hintergrund aktiv und habe in Köchennetzwerken nach Leuten gesucht, die einfach mithelfen wollen, Profis, die aktiv sind und Helfer, Küchenhilfen, alles Mögliche an Leuten aktiviert, die in Feldküchen arbeiten. Und dann kam halt die Idee, dass wir unseren eigenen Verein machen und das Gleiche starte ich jetzt nochmal. Und ja, es läuft einfach. Also ich habe die Zeit, weil ich leider krankgeschrieben bin, ja, aber nächste Woche geht es zum Glück in Reha und dann werde ich wieder fit und dann müssen wir es halt jonglieren. Aber der Tag hat 48 Stunden, wie man so schön sagt. Das ist dieses Typische, der Tag hat 48 Stunden, also ich bin selbstständig, ich habe das gute Glück, aber ich mache das tatsächlich so früh, wenn ich aufstehe, erstmal Handy gucken, was so an Orga anfällt, dann beruflich was machen, zwischendurch in der Mittagspause wieder Hilfe, abends Job beendet, Buchhaltung machen und dann geht es weiter ins Camp, also koordinieren, Helfer suchen und so weiter. Es funktioniert, weil ich sage es immer wieder, also ich bin auch, sie hat mich mehr oder weniger darauf aufmerksam gemacht, aber ich bin von dieser Gemeinschaft, von diesem wirklich alle packen an, alle helfen, also egal wer, das motiviert so sehr, da ist mir scheißegal, ob ich 48 Stunden wach bin oder nicht, das ist so geil und man kriegt so viel zurück. Worte, Gesten, Umarmungen, das reicht, da brauche ich gar nicht mehr. Ja. Ja, das ist ein neues Wertesystem, was wir hier gerade etablieren. Ne? Absolut, absolut. Und ich sage immer, es gibt Hoffnung, weil man hat so vorher dann so immer dieses Ich-bezogen, sehr Ich-bezogen ist die Welt eigentlich immer noch. Aber hier wirklich die Region und alle Helfer, die aus ganz Deutschland kommen, haben eigentlich gezeigt, nee, es gibt noch genug, die egal was machen, kein Geld haben wollen, einfach runterkommen und anpacken. Und ja. Das ist gut so. Aber hier gibt es ein Problem, weil wenn ihr jetzt 5 Liter Suppe kochen wollt, braucht ihr einen 8 Liter Topf, weil, ich zeige euch mal das Gefälle, so ist eigentlich gerade. Also ich habe jetzt ein bisschen übertrieben. Also wir stehen hier schon im Berg. Ne? Genau. Das stimmt, ja. Richtig. Also, aber es ist tatsächlich auch so, wenn man die Container von vorne sieht, ist es schief, aber die sind tatsächlich in Waage. Ja, genau. Da hinten kann man es auch sehen. Also die stehen in Waage. Das heißt, ihr braucht große Töpfe für kleinere Mengen sozusagen. Genau. Ne? Und ich möchte dir gerade noch jemanden vorstellen, weil ohne die Unterstützung von You Are Not Alone wäre das hier auch alles nicht gegangen. Das ist eine Verbindung, die entstanden ist, tatsächlich auch nur über einen Aufruf. Wir brauchen Hilfe. Und da hat sich eine Truppe an Menschen gemeldet. Wir sind innerhalb von, ich glaube, 4 Stunden Freunde geworden. Ja, definitiv. Und ziehen an einem Strang und helfen uns gegenseitig. Und ich brauche das. Und die rennen, weil ich war ja nicht vor Ort, sondern ich habe ja hier meine Leute gebraucht, ferngesteuert. Sensationell. Wirklich sensationell. Also wenn man deinen Blick sieht, dann glaubt man, dass man nicht alleine ist. Nee, also definitiv nicht. Wir haben mitgemacht, wir haben mitgeröckert, gerödelt, geschwitzt. Aber es hat alles geklappt und es sind alle zufrieden. Und wir sind happy, dass wir hier mit unterstützen konnten. Aber was ist das für eine Vereinigung, die ihr da gegründet habt? Also im Endeffekt sind wir eine kleine Zusammenkunft aus Familie, Bekannte, Freunde, selbst Betroffene. Also mein Mann und ich, wir haben selber lange im Ahrtal gewohnt. Meine beste Freundin, die jetzt auch bei uns wohnt, die wir aufgenommen haben, die... ist selbst betroffen, wohnt in Walpotsheim und meine Schwägerin, die ist auch mit im Boot, ein paar Handwerker sind mit dabei und zusammen versuchen wir einfach nach besten Möglichkeiten zu helfen, zu unterstützen, wo wir halt können beim Wiederaufbau und auch bei den Leuten, die dabei helfen wollen, die für die Menschen da sein wollen, die es wirklich brauchen und ja, das sind wir, dementsprechend You Are Not Alone. Ach,
Ah, jetzt. Genau. Ja. Ich finde super. Und es gibt eigentlich überhaupt keine Anleitung, wie man hier helfen kann oder muss, sondern man macht einfach das, was man kann. Das ist ja schon so lange das Credo hier. Jeder, ne, hat irgendwie seinen kleinen Part. Und ich sehe irgendwie jeden, der unterstützt, so als kleines Zahnrädchen in einem großen System. Und die erzählen hier alle das Gleiche. Part. Das haben die alle von mir. Ja. Nein, aber das ist ja Vielleicht denken wir alle auch das Gleiche. Das ist ja das. Wir treffen uns hier alle und haben alle eigentlich das gleiche Herz und die gleichen Gedanken. Ne? Genau. Und das ist echt klasse. Man fühlt sich hier so aufgehoben, sage ich mal. Ne? Ja. Ja. Das ist sowas, was wir auch vermitteln wollten, und das haben wir gestern, weil unser Start war tatsächlich gestern mit der Heuanlieferung. Wir haben Freitag alles aufgebaut und das war der Startschuss für uns als Verein und mit Johann und Lohn zusammen. Und wir hatten nur glückliche Gesichter. Das war so toll. Die hatten eine lange Anfahrt, wirklich lange Anfahrt. Und dann haben die hier warmes Essen bekommen. Wir hatten Bier, Getränke, also Orangensaft, Limo, Cola, Fanta, alles, was das Herz begehrt. Die letzten, die hier noch standen, sind um 4 erst ins Zelt gegangen. Dann hatte ich Zeit, hier ein bisschen das in Ordnung zu machen. Und das hat so gut getan. Das war so entspannt, weil man so immer Angst hat, geht auch alles gut, kriegen wir alles hin. Und hat super geklappt mit der Unterstützung. Die waren happy, dann heute Morgen ein tolles Frühstück, und so hat sich das gelohnt. Und wir freuen uns auf den weiteren Vorgehen, die weiteren Wochen, Monate. Wir bleiben so lange übrigens, nur so lange, wie wir gebraucht werden, bleiben wir. Ja, den Spruch kenne ich auch schon. Ja, das ist einfach so. Ja. Aber wer weiß, was danach draus entsteht. Und das ist ja eigentlich das, was hier, was die Menschen so mitnehmen. Deshalb gucken auch gerade, glaube ich, 8.500 Leute zu. Oh nein. Weil das einfach, ja, das kommt ja einfach von Herzen. Ja. Aber wie kann man sich euch anschließen jetzt? Ja. Also, mal kurz stehen bleiben. Bitte mitschreiben. Also man kann es auch bei Facebook finden, man kann uns bei YouTube finden, bei Instagram. Wir haben auch gestern ich bin die Videos zum Teil echt noch am Bearbeiten. Die ersten zwei sind jetzt schon hochgeladen. Das dritte fehlt noch, der Bericht von gestern. Ihr müsst mich da mal markieren, weil ich kriege das gar nicht so mit mehr. Ja, kann ich gerne. Dann kann ich es teilen bei mir. Ja das wäre super. Ja, genau. Das wär auf jeden Wir teilen ja hier alles. Genau. Ne? Aber die Videos wirklich, die Videos sind mega, mega, mega geil. Die müsst ihr wirklich angucken. Markier mich, ja? Mach ich. Am besten mit Lohnunternehmen, Markus Rüber. Okay. So, das ist Manni, der hier alles angefangen hat. Durch ihn ist das überhaupt alles entstanden, weil er ist der Bauer der Landwirt. Ja, ich hatte also die ganze Fläche für die Bahn zu lagern und dann her dann aufzugeben an die, die es dann brauchen. Ja. Und so haben wir das dann hier alles gemanagt. Das heißt, wenn ich jetzt Heu brauche, überprüfst du, ob der wirklich betroffen ist. Richtig, ne? Wie kann man dich erreichen? Über Handy. Sei mutig, gib deine Nummer raus. 01577 032 6702. Also wer Heu braucht, Futter braucht, einfach sich bei mir melden. Und dann könnt ihr das hier abholen oder wir bringen es auch irgendwie hin. Müssen gucken, wie weit es weg ist. Ja. Also alles ist möglich. Sag nochmal bitte die Nummer. 01577 032 6702. Super. Danke dir. Auch dafür, dass du die Fläche zur Verfügung stellst. Kein Problem. Dann gehe ich jetzt mal rüber zu den Heubojen. Ja, ne? Kannst du vielleicht nochmal in der Küche vorbeilaufen? Das ist das alles, was wir da... Die Küche ist da jetzt in dem LKW? Genau. Darf ich da rein kurz? Ja. Ich gehe mal kurz rein. Küche ist immer... Gehe ich gerne rein. Ist schon aufgebaut. Aber kannst du noch was haben? Darf ich euch filmen? Ja, ne? Klar. Wer seid ihr jetzt? Torne Benjamin. Ihr habt Heu abgeladen, oder was? Wir haben geholfen. Wir sind vom LSV Original mit abgestellt, dass wir diese Lager errichten. Super. Ja. Das heißt, du hast Zelte mit aufgebaut? Nee, Zelte eigentlich nicht. Ich bin eigentlich in dem Orga-Team mit dabei, wo die ganzen Lager Bitburg, Wittgenwald, Gerben und jetzt hier in Ahrweiler sind sie. Das sind dann Lager für Helfer, oder was? Das sind die Lager für die Landwirte, für die betroffenen Gebiete. Ach so. Die Landwirte, die Futter brauchen, können sich melden bei Manfred oder halt bei den jeweiligen Stellen und bekommen dann das Foto. Super, klasse Aktion. Du bist auch dabei? Dennis, ich bin jetzt übers Wochenende hochgefahren. Ich war erst in Aue am Samstag früh dabei und mittags bin ich dann hierher gekommen, weil ich gesagt habe, hier fehlt ja noch die Hilfe, hier waren zu wenig Leute. Und da waren wir zu zweit hierher gefahren und dann haben wir abends komplett auch dann unten die ganzen Bulldogs eingewiesen, wie sie fahren sollen und, weil sonst wäre hier alles kreuz und quer gefahren. Okay, super, danke. Wer bist du? Ich bin
bin der Tom Killus aus Fischerhude und ich bin angereist, um für unsere Treckerfahrer die Zelte aufzubauen und schlafen. Also alles, was mit Hude ja endet, ist irgendwo Norddeutschland, ne? Oder was? Du bist eine Jude aus Hude, würde man hier in Köln sagen. Das heißt, du bist mit dem LKW hier hingefahren? Nee, mit dem Transporter. Der steht hinterm Dingens, also mit so einem, was du hinter dir siehst. Ja. Und haben dann die Zelte hier aufgebaut, damit die Treckerfahrer vernünftig schlafen können. Super. Gestern Abend. Das heißt, du baust gleich wieder ab und... Wir bauen gleich wieder ab und dann geht es Richtung Bremen zurück und dann weiter Spenden sammeln und in zwei Wochen wieder hochkommen. Kommt ihr wieder hier hin? Wir kommen immer. Ich mache viel mit Tierfutter oder Hundefutter, Katzenfutter. Unterstütze halt die Gnadenhöfe, fahren wir an. Oder arbeiten im Hintergrund sehr viel. Unsere Leute, die waren die Ersten, die in Odendorf das Helfercamp aufgebaut haben mit dem Kai im Sande. Mhm. Und wir sind, wie gesagt, immer noch im Hintergrund am Gange. Aber das macht ihr auch vorher schon, oder jetzt? Das wird alles von zu Hause aus, von Bremen aus organisiert. Und dann fahren wir irgendwann los und... Ja. Haben also ganz viele Futterhäuser, die Futterspenden geben. Ne? Und dann fahre ich hier hoch zu den Leuten. Aber ist die Aktion erst jetzt oder habt ihr das vorher auch schon gemacht? Das mache ich schon seit Anfang August. Also so Gnadenhöfe und so können sie an dich wenden im Prinzip, wenn kein Futter da ist? Einfach auf Facebook Bugslachs und das bin ich. Sag nochmal. Bugslachs auf Facebook. Bugslachs. Okay. Und das soll ich dir von den Trägerfahrern übernehmen. Also ich habe schon zwei, aber ich nehme auch eine dritte. Wir haben sie dir in die Hand gegeben, ich soll dir das geben. Das ist wie bei Frikadellen, da nehme ich auch immer noch mal gerne, wenn ich denke, ich hätte nichts gegessen. Frikadellen habe ich auch noch ein Tütchen. Ach, Frikadellen, ja. Stichwort Frikadelle. Ja, die werden gerade eingefallen. Warte, bringe ich dir sofort. Das ist so verrückt hier. Ich gehe mal gerade in die Küche, da wollte ich mal reinspinksen. Ja. Ich dachte eben, es wäre ein Pferdetransporter oder sowas, aber nein, es ist eine Küche. Ich darf reingehen, einmal gucken. Das ist ja krass. Ja. Ist ja komplett eingerichtet hier. Ja, Gastro, zwei Kombi, kann man alles Mögliche machen. Großer Kipper, Fritteuse, normal, Kühlhaus für den Tagesbedarf, alles Edelstahl abwischbar, damit es eben keine Probleme mit den Behörden gibt. Das wollten wir umgehen. Locker für zwei, wie gesagt, wird nochmal gedoppelt. Krass. Kühlhaus auch. Können wir gerne mal kurz reingucken, weil ja, wir haben sehr, mal ins Kühlhaus gucken. Da kommt Frikadellen. Du bist verrückt. Immer, ich komme mit nichts und gehe mit vielem nach Hause. Genau. Auch getrennt, wir haben extra zwei, wenn es dann größer wird. Also die haben aus Norddeutschland tatsächlich Bitburger getrunken, aber da haben sie sich Zitronensäure noch reingekippt. Die trinken doch nur so. Nee, das ist tatsächlich wichtig. Das ist echt. Krass. Die Fahrer waren begeistert. Gehört sich aber auch so. Na ja, das habt ihr nur gesagt. Ich kenne euch doch aus dem Norden. So, wie gesagt, wir hatten auch da großzügige Spender mit Getränken. Wir hatten nur ein bisschen angefragt. Und es wurden Schorle, eine große Palette, Orangensaft, eine große Palette, Cola, Fanta, genug davon. Wir haben schon genug Fleisch. Wasser unendlich, das setzt sich hinten nochmal vor, weil man ja nicht alles in den Kühler tut. Ja, also alles Spenden, die ihr bekommen habt. Und jetzt schon, genau. Nur für, eigentlich nur für das, wir zehren da noch eine Weile von, was Tolles. Also die Leute, wie gesagt, die Leute waren so hilfsbereit. Man mag dann irgendwann schon mal gar nicht sagen, wir haben erstmal genug, schaut mal woanders. Wir empfehlen dann manchmal schon, wisst ihr, guckt gerne mal woanders nach. Wir haben ein paar Links, die wir dann verschicken, ob die noch brauchen. Ja. Aber es läuft. Darf ich mir eine Flasche davon mitnehmen? Genau. Weil ich habe gleich direkt auf dem Traktor. Ja. Da brauche ich nicht extra noch irgendwo anzuhalten. Also, kannst du mir eine geben? Super, danke. Gerne. Weil ich fahre gleich auf dem direkten Weg von hier zu meiner Erdmulde. Ich muss da jetzt auch ein bisschen Gas geben. Ich glaube, ich bin ja jetzt durch. Ne? Obwohl, ich gehe noch mal hier am Heu vorbei. Genau, Heu, das ist sehenswert. Schaut euch das an. Das ist ja nur ein Teil von der Spende. Was das für eine Miete ist, die sind, ich wiederhole es jetzt nochmal für die, die gerade erst aufgestanden sind und erst das linke Auge aufhaben. Das sind Heuspenden aus Norddeutschland, transportiert worden von 78 Traktoren mit Anhängern. Ich habe eben noch 10 davon vor die Kamera gekriegt und interviewt. Das Heu ist heute Nacht abgeladen worden bis 1 Uhr. Die sind gestern Morgen um 5 Uhr losgefahren. Gestern Abend, glaube ich, um 19 Uhr hier angekommen. Wenn die 14 Stunden fahren, müsste das passen. Und das ist so wahnsinnig, was hier passiert ist und generell, was gerade in Deutschland passiert.
Ich finde das einfach unfassbar und es muss einfach gezeigt werden. Hier sind übrigens noch Rauchschwalben unterwegs. Meine Mutter war ja der Meinung, die würden sich jetzt schon auf den Heimweg machen. Aber hier sind noch einige. Ja, und ihr seht, wie es hier aussieht. Überall Futter. Eingepacktes Futter ist dann Heulage oder Silo. Jetzt weiß ich nicht, wie hier differenziert wurde, aber das wurde mit Sicherheit gemacht, weil Heulage kann man auch Pferden füttern. Silo eher Kuhfutter. Und es ist Wahnsinn. 2000 Ballen sind hier angeliefert worden. Der Warenwert letztes Jahr, als hier kein Heu war, für so einen Ballen, ich schätze mal zwischen 70 und 100 Euro, je nachdem, wie schwer so ein Ballen ist. Dann könnt ihr euch denken, was hier an Spenden zusammengekommen ist, wobei wir dieses Jahr eigentlich ein recht gutes Heujahr haben. Es ist viel gewachsen, viel Biomasse gewachsen durch die ständige Beregnung von oben, durch die ständigen Niederschläge. Die letzten 3 Jahre war es ja eher so, dass wir eine Dürre hatten und überhaupt nichts mehr ernten konnten. Wir hatten die letzten 3 Jahre immer nur so 20-30% von den normalen Erträgen. Und dieses Jahr sieht es anders aus. Da haben wir mal ein normales Jahr, sag ich mal. Da hinten ist auch wieder eine Silomiete. Wie gesagt, 2000 Ballen von 78 Traktoren sind hier hingeliefert worden als Spende. Er ist jetzt hier am Stapeln. Nach welchem System wird das hier gestapelt? Weißt du das? Oder? Da vorne ist zum Beispiel Stroh, ne? Silageballen, hier ist nur Heu und Heu-Silage. Okay, also das sind alles Spenden, die jetzt hier sind. Genau. Das hier, dahinter das auch, oder? Also nur das sind Spenden, das hier sind Spenden und das da unten sind Spenden. Okay. Und die lange Reihe Heulage, das sind meine Ballen. Ja. Krass, echt krass. Hier ist ja auch relativ nass, ne? Ja, aber das ist, was wir machen. Wir hatten es schon früh weggemacht, ja, damit der Boden noch was abtrocknet, aber es war doch noch ziemlich nass. Ja, da kam immer wieder Wasser von oben nach, ne? Ja, ich denke, ich muss jetzt runter zu meinem Traktor, unten weiterhelfen. Wir haben heute noch einen Großauftrag in Bodendorf, deine Ecke. Du warst ja da unten, du hast ja Felder da unten auch, ja, ne? Genau. Ja. Und deshalb verabschiede ich mich jetzt von hier und ich wiederhole es nochmal, das, was sich hier gerade getan hat. Leider war der Auslöser eine Katastrophe. Aber diese Menschlichkeit, Herzlichkeit und dieser Zusammenhalt, der hier entstanden ist, völlig egal, woher du kommst, wer du bist, was du machst, heute mal eben oder gestern mal eben aus Norddeutschland, 78 Traktoren, 14 Stunden hier hingefahren mit Futtermittelspenden für die Betriebe, die hier, der Begriff abgesoffen hört sich immer so ein bisschen unglücklich an, aber es ist leider so, die kein Futter mehr haben für ihre Tiere, die auch kein Futter mehr machen können, weil die Wiesen oder Weiden zum Teil kontaminiert sind durch das, was da angeschwemmt wurde. Und der Norden hat gesagt, wir helfen euch und hat hier Futter hingefahren. Genauso gut sind Leute aus Norddeutschland hier, aus Süddeutschland, egal von wo, Ostdeutschland, und helfen mit Wohnungen zu stemmen, den Putz runterzuschlagen, den Estrich rauszuholen. Egal was, ob es die Werkstätten sind, die sich überall gebildet haben, um Maschinen zu reparieren, egal was, jeder findet hier eine Aufgabe und ich kann immer nur motivieren, kommt hier hin. Wir sind jetzt in der 8. Woche, wir machen gerade die 8. Woche voll und es ist noch so viel Arbeit, man kann sich das nicht vorstellen. Es ist einfach Wahnsinn und deshalb finde ich super, was hier noch läuft in ganz Deutschland und dass die Leute sich wirklich motivieren, aktivieren, hier hinkommen, Solidarität zeigen und Arbeitseinsatz. Das ist wirklich dringend nötig und anders kriegen wir das Ahrtal nicht in den Griff. Das ist einfach so. Ich werde mich jetzt gleich auf meinen Traktor schwingen mit der Karre. Wir sind bei Bodendorf, ein Waldstück am Räumen. Da ist ein komplettes Haus angeschwemmt worden. Und wir gehen von 5 Tagen Arbeit aus. Ich werde von da gleich mit Sicherheit auch noch berichten. Wir sind da wirklich mit ganz schwerem Gerät dran, mit 30 Tonnen Kettenbaggern. Und wir haben erstmal einen Schock gekriegt, als wir das gesehen haben, dass es da nach 8 Wochen noch so aussieht. Das soll jetzt kein Vorwurf sein. Aber man fragt sich schon, warum wir jetzt da nochmal 6 Wärmequellen gefunden haben. Und
das wirklich als Privatleute, ja. Aber das sind Sachen, die werden mit Sicherheit irgendwann noch aufgearbeitet werden müssen. In dem Sinne, ich verabschiede mich. Ich sag mal bis nachher. Tschüss. Ich fahre gerade durch Walporzheim und musste hier eine Vollbremsung so ungefähr machen. Aber ich dachte, ich sehe nicht richtig. Hier ist wieder Dänemark. Hallo, ne? Ja. Wo bist du? Aus Bayern. Aus Bayern? Aus ja. Moin. Grüß dich. Die beiden Jungs, die haben mir geholfen gestern beim Putzen. Beim Verputzen oder ja, was? Ja, beim Verputzen. Ich finde das so krass. Wir haben ja schon mal ein Interview gemacht und du warst ja aus Dänemark hier hingekommen, ne? Ja. Und jetzt bist du schon wieder hier oder bist du hier geblieben? Ich bin nicht hier geblieben. Ich bin nach Dänemark gefahren zum Arbeiten und ich habe vom Prinzip mich vorbereitet für den nächsten Einsatz. Hab Putz organisiert und hab halt mit den Freunden wieder zusammen geplant, zusammengelegt. Und jetzt war ich wieder ein Wochenende hier. Heute packe ich meine Sachen und fahre wieder nach Hause für den nächsten Einsatz. Das ist so bekloppt. Du hast dich ja sponsern lassen, weil es finanziell eben nötig war, ne? Dass du im Prinzip Sprit hattest, um hier hochzukommen und wieder zurückzufahren. Das haben wir dann hier, glaube ich, organisiert, ne? Wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja. Und warum machst du das? Es ist nötig. Es ist einfach nötig. Wir brauchen in dem Tal, das ist meine persönliche Einschätzung, ich lege jetzt auf die Zahl kennen, bitte nicht auf die Goldwaage legen. Ich schätze, dass in dem Tal 10.000 Wohnungen neuen Putz brauchen. Für jede Wohnung braucht man ungefähr durchschnittlich 2-3 Tonnen Putz, um die Zimmer wieder. Und da rede ich nur von den Zimmern, nicht von den Kellern. Nur von den Wohnungen. Und um die Wohnungen wieder wohnbar zu machen, müssten dann sozusagen 20.000 bis 30.000 Tonnen Putz hier im Ahrtal verarbeitet werden. Dazu braucht es eine Armee von Putzern. Dafür braucht es eine Armee von Handlangern, die helfen und den Putz anrühren, die Säcke tragen, die Wasser holen, die zuarbeiten, damit die Putzer an der Wand stehen können und den Putz anarbeiten und ausreiben können. Das ist einfach praktisches Denken. Und für 10.000 Wohnungen, um die instand zu setzen, da braucht es noch Elektriker, da braucht es Heizungsinstallateure, da braucht es Leute, die Kloakröhre verlegen können und da braucht es noch viele andere Gewerke. Da müssen Fenster getauscht werden, da müssen Türen getauscht werden, da müssen Fußböden wieder reingebaut werden, da müssen Estriche, der Estrich, das sind ja nicht zehntausende Tonnen, das sind hunderttausende Tonnen Estrich, die hier in dem Tal gebraucht werden. Und da rede ich nur von dem Tal. Und wie sieht's in Erftstadt aus und wie sieht's in Hagen aus und wie sieht's in den anderen Gegenden aus, da wird das auch gebraucht. Das Material ist hier gar nicht da. Ja. Und du fährst nach Dänemark und bringst Material. Hast du mitgebracht, ne? Ich habe das letzte Mal Material mitgebracht und ich habe diesmal Material mitgebracht und ich werde das nächste Mal auch Material mitbringen, weil das Material schon finanziert ist. Also das heißt, du hast Freunde aktiviert, die dich jetzt finanziell sozusagen dir den Rücken stärken und alles besorgen? Ich habe das letzte Mal 4 Freunde gehabt, die mich unterstützt haben. Jetzt habe ich 5 Freunde, die mich unterstützen. Es wird sozusagen mehr und die Leute, die sehen das auch jetzt, das ist ja eine Live-Übertragung und die freuen sich riesig, dass sie sehen, ja genau die Hilfe, die ich leiste, die kommt an. Und ich habe vom Prinzip einem Familienvater helfen können, der total entkräftet war, schon nach 7 Wochen Kampf jetzt um das Haus, dass das wieder instand gesetzt werden kann. Der hat 3 Kinder, Ehefrau, die wohnen jetzt in einer Notunterkunft, sind beiseite getreten, das Haus ist unbewohnbar. Und ich habe halt das Vorrecht gehabt, mithelfen zu dürfen, dass er seine Wohnung wieder gewinnen kann. Es geht um die Wiederrückgewinnung des Wohnraums für die Leute. Und deshalb lasse ich auch vom Prinzip die kommunalen Aufgaben lasse ich völlig liegen. Mir liegen die Menschen mit ihren ganz persönlichen Anliegen auf dem Herz, am Herzen. Und da möchte ich einfach Einsatz zeigen. Ich möchte die nicht alleine lassen, dass die wieder ein Zuhause bekommen, wieder
in einen normalen Alltag hineinkommen, den ich habe, den die Leute hier aber nicht mehr haben. Genau deshalb komme ich hierher. Du sprichst so tolle Worte und ich könnte stundenlang zuhören, weil das, was du sagst, von tiefstem Herzen kommt und andere Herzen wieder berührt. Ich finde das Wahnsinn. Also du kommst aus Dänemark hierhin, du hattest kein Geld für den Sprit, hast dir da helfen lassen und du bist selber in einer Situation, die vielleicht dann nicht gerade so ist, als wenn du unbedingt jetzt abgeben kannst, aber du machst es. Du machst es einfach. Ne? Mit deinen Fähigkeiten, mit deinem Wissen und mit deinem Können. Das ist einfach gigantisch. Und genau dasselbe machst du auch. Du bist mit deinem Wissen, mit deinen Fähigkeiten hierher gekommen. Du hast halt aus der Landwirtschaft deinen Traktor eingesetzt, hast deine Kippmulder eingesetzt, deinen Bagger eingesetzt. Das sind deine Möglichkeiten, die du konntest, die hast du eingesetzt. Du setzt auch jetzt das Telefon ein, deine Reichweite, zum Wohle der Menschen, die hier leben. Und wenn du die Helfer organisierst, die im Ahrtal aufräumen, das ist schön und gut, ich bin nicht dagegen. Ich mach's nur nicht, weil ich halt in den Privathaushalten direkt helfen möchte. Genau. Ich sehe darin meine Berufung und du siehst an anderen Bereichen deine Berufung. Und das ist richtig so. Das ist gut so. Weil da stehen wir zusammen an derselben Sache. Ja. Wir wollen alle das Gleiche. Ja. Über verschiedene Wege. So ist es. Und da ist es so wichtig, dass jeder an dem Platz, wo er sich berufen fühlt, auch diesen Platz einnimmt, hierher kommt und handelt. Weil das viele Gequatsche, das bringt gar nichts. Die Handlung schafft Veränderung. Am Anfang, ich bin ein Christ, und am Anfang sagte Gott zu den Menschen, er soll sprechen und dann sollte es werden, genauso wie Gott gehandelt hat. Und dann ist der Mensch in Sünde gefallen. Und dann war genau diese Handlungsweise durch die Sprache dem Menschen genommen. Dann sollte der Mensch arbeiten, hart arbeiten. Er sollte schwitzen auf dem Acker, damit er sein Brot gewinnt. Und das ist uns aber gegeben. Hier, unsere Hände, die sind uns gegeben. Und damit können wir Veränderung schaffen. Das ist vom Prinzip, wir leben in den Strukturen, die Gott gesetzt hat. Und ich sehe noch einen anderen Aspekt, auch wieder aus meinem Glauben heraus. Die letzte Rede von Herrn Jesus. Im Matthäusevangelium 25, ab Vers 31, hält er seine letzte Rede. Und er wusste, er wird sterben. Und was sagt man, wenn man weiß, dass man sterben wird? Man sagt das als Letztes, das Wichtigste. Und da hat er angekündigt, er wird kommen als Richter. Er wird alle Menschen richten. Ungesehen, woher er kommt, ungesehen, was für eine Religion er gelebt hat. Völlig, und er legt die klaren Kriterien fest. Wonach wird Jesus eines Tages die gesamte Menschheit, die gelebt hat, richten? Jeden Einzelnen, der schon gestorben ist, der heute lebt und der noch leben wird, wird er eines Tages richten. Und da hat er festgelegt, er selbst hat die klare Regel festgelegt. Er wird genau untersuchen, hast du gegeben, hast du geteilt oder hast du nicht geteilt? Hast du zu essen gegeben, hast du zu trinken gegeben oder hast du es eben nicht? Hast du besucht den Kranken, hast du besucht die Leute im Gefängnis? Hast du, ich sag's jetzt mit eigenen Worten, hast du dich der Not, die um dich rum war, erbarmt oder hast du es nicht? Und die, die sich erbarmt haben, die gegeben haben, die stehen auf der einen Seite und zu denen wird er sagen, geht ein zu meines Vaters Freude. Das ist in das Reich Gottes, in den Himmel, in die Gegenwart Gottes. Und zu den anderen sagt er, hinweg mit euch. Ihr werdet dorthin kommen, wo Heulen und Zähneklappern ist. Wer es nachlesen möchte, Matthäus 25, ab Vers 31 bis zum Ende des Kapitels. Dort ist die letzte Rede vom Herrn Jesus aufgezeichnet. Das kann jeder nachlesen. Es steht in der Bibel geschrieben, im Neuen Testament, im ersten Buch vom Neuen Testament. Dort steht das geschrieben. Was ich ja jetzt so krass finde, also der Glaube spielt hier natürlich auch eine Rolle. Du hast ja auch gesagt, ihr zu Hause würdet in der Kirche zusammen essen und so weiter. Hast du mir mal erzählt, ne? Ja. Also eine richtige Gemeinschaft bilden. Ich habe ja gestern auch mit Muslimen gesprochen. Und ich fahre jetzt gleich weg.
Gestern mit Pakistani gesprochen, die oben gekocht haben im Helferzelt. Die sagen genau das Gleiche. Ne? Das ist hier völlig irrelevant, welchen Glauben du hast, aber dieses Helfen und den Menschen helfen hier vor Ort, das ist einfach das Wichtigste. Ja. Und Menschlichkeit zeigen und einfach Hilfe bieten. Ne? Ja. Und Hoffnung vor allem. Ne? Ja. Das ist das große Thema. Ich muss hier jetzt mal auch weg, weil ich stehe hier im Weg, sehe ich gerade. Ja. Vielen, vielen Dank. Ich musste anhalten, dich nochmal filmen kurz. Dich natürlich auch. Vielen Dank nach Bayern. Du bist ein bisschen zu kurz gekommen, aber du machst hier Strom, sehe ich gerade wahrscheinlich. Heizung. Strom, ja, alles. All round. Wir sind Menschen. Wir können alles, wenn wir wollen. Ja, genau. Ich könnte noch mehr sagen, aber ich glaube... Ich muss auf den Trecker. Ja. Ich kriege den größten Ärger, weil ich hier nur am Quatschen bin. Das kriegen die Leute ja leider mit, bei denen ich gerade jetzt nicht bin. Okay. Ich habe für dich auch wieder was. Soll ich anlassen oder ausmachen? Aber kein Bayern München Trikot. Er hat gerade schon das Richtige angesprochen mit Wachstum, Menschen. Das soll für mich so ein Symbol sein, wo praktisch zeigt, dass der Mensch stark ist, verwurzelt ist mit der Erde und im Grunde auch mit dem Geiste in der Welt sozusagen. Ich beschäftige mich seit 5 Jahren mit der Welt und vielleicht bringt es irgendwann was. Das ich nehme es an. Einfach für dich. Vielen Dank. Danke dir. Überall. Okay. Ich habe schon eine Steinsammlung. Du bist gerade live. Tag der Geschenk, ist mir egal. Ist schon wieder Weihnachten. Ist jeden Tag Weihnachten. So, ich schleppe das schon eine halbe Woche mit dir rum. Diese Karte ist der Mann, der hat mit dir gesprochen. Aha. Ich soll das dir persönlich überreichen und du sollst drauf gucken, was du da draus machst. Ah. Ist das der Ahrtaler? Das ist der Ahrtaler. Okay, da sage ich jetzt noch nichts zu. Gut. Ich pack's nochmal weg, weil mir wurde da eine Idee mitgeteilt. Gut. Vielen, vielen Dank an euch und ich bin weiter und übertreibt's nicht mit eurer Fleißigkeit. Denkt an euch auch, ne? Und das ist auch der Aufruf an viele Helfer hier. Bitte, bitte vergesst eure Familien zu Hause nicht. Bei mir kommt so einiges an. Bei der ganzen Hilfe und bei dem gebraucht werden, was hier ist, darf man sein Zuhause und seine Familie zu Hause nicht vergessen. Ganz, ganz wichtig. Ja, man verfällt hier in so eine Community, sag ich mal, wo du getragen wirst, eben auch weil du gebraucht wirst. Und das ist eine Gefahr für zu Hause. Bitte vergesst euer Zuhause nicht. Ne? Ganz wichtig. Dankeschön. Ich melde mich jetzt hier von Lorsdorf und zwar ist hier unsere Schwemmgutdeponie, wo das ganze Holz hingefahren wird. Mein Bagger ist hier gerade am Sortieren, stapelt hier alles übereinander. Das wird dann durch einen riesen Häcksler, auch das ist noch ein Bagger. Und wir sind hier mit ganz vielen Karren wohl heute und räumen den Bereich, den Waldbereich, wo das Haus reingeschwommen ist. Und das ist wohl richtig viel Arbeit. Ich hatte gestern auch einen Bericht von da gemacht und es sieht echt übel aus. Wir brauchen da sehr lange für, bis wir mit schwerem Gerät das Waldstück geräumt haben. Ich möchte euch aber hier mal das Positive von gestern zeigen. Die ganzen Helfer, die ganzen Handhelfer haben ja hier, also wir waren fast 800 Leute, haben hier den ganzen Auenbereich plastikfrei gemacht und vor allem, ganz wichtig, auch Kanister, Batterien, alles Mögliche, was hier angeschwemmt wurde. Das ist so eine wichtige Arbeit gewesen. Das könnt ihr gar nicht euch vorstellen, was hier zum Teil lag. Wirklich Kanister, die halb voll waren mit irgendwelchen Chemikalien drin, die man nicht mehr entziffern konnte, weil auf den Kanistern nichts mehr stand. Dann Ölfässer waren hier, 200 Liter Ölfässer, die angeschwemmt, 60 Liter Ölfässer, die angeschwemmt wurden. Und hier ist alles durchkämmt worden. Ich möchte mich nochmal bei allen bedanken, die gestern hier bei der Aktion teilgenommen haben. Geplant war dann eigentlich heute, dass wir Richtung Bodendorf, wo wir jetzt gerade räumen, den Kunststoff raussortieren aus diesem Waldstück. Da hätten wir auch ganz viele Leute gebraucht. Aber wir müssen erstmal da mit schwerem Gerät aufräumen. Das wäre einfach zu gefährlich gewesen für euch. Deshalb seid ihr heute im Stadtbereich Bad Neuenahr-Ahrweiler unterwegs und sammelt da auf Weinflächen. Hier, guck mal hier, das ist ein Druckbehälter, der hier liegt. Das sind die größeren Sachen, die wir noch wegholen müssen. Also ihr seid im Stadtgebiet unterwegs und sammelt da den Müll. Da sind ja auch Weinflächen, das sind dann keine Hänge, sondern die sind tatsächlich überschwemmt worden, Weinflächen in der Ahrnähe.
Und es ist wirklich richtig schön sauber hier geworden, wie man das kennt, wenn man in der Natur spazieren geht. Keine Vorzelte oder große Plastikfetzen. Oder das Schlimmste sind die kleinen Plastikfetzen. Das ist alles hier zum Rand getragen worden. Wir werden das hier noch wegräumen. Das habt ihr wirklich, wirklich super gemacht. Und ganz, ganz toll und tiefsten Respekt, dass ihr euch den Strapazen hier hingegeben habt. Da hinten sieht man schon aus der Ferne jetzt von hier, da ist richtig was los, wo ich jetzt hinfahre. Schaut mal, was hier rausgezogen wurde gestern. Die haben hier eine riesen Kette gemacht. Die Kette ging bis hinten an den Wald, haben über die Kette dann die Sachen nach außen gegeben. Wirklich klasse gelöst und ja, so kann die Natur sich jetzt hier wieder entwickeln. Das Schlimme ist eben auch, dass Brennnesseln und so weiter wieder, die Natur holt sich eher alles zurück. Aber das, was der Mensch im Prinzip produziert hat, was hier in der Natur gelandet wird, wächst dann einfach ein. Und das haben die gestern wirklich geschafft, hier rauszuholen. Und durch Brennnesseln zu laufen, ne, das ist nicht gerade angenehm, auch nicht mit einer langen Hose. Da geht es dann auch schon mal durch, wenn Disteln dazwischen stehen. Und hier seht ihr wieder, da stehen wieder zwei Kanister unten. Und das ist einfach wahnsinnig wichtig gewesen. Also ich weiß gar nicht, wie oft ich mich da bedanken kann im Namen von allen Menschen und vor allem von der ganzen Natur, von den Fischen, von dem ganzen Bodenlebewesen. Und es ist einfach Wahnsinn. Ich lasse das jetzt einfach mal laufen. Die Anschwemmungen waren hier wirklich an jedem Baum. Ihr seht, wie schräg die Bäume zum Teil stehen. Da ist es dann gegen geschwommen. Und die Anschwemmungen sind im Vorfeld von den Baggern abgezogen worden. Das war wirklich ganz verwunden um die Bäume, ganz fest. Und es war schwierig. Ich hatte ja auch Videos dazu gemacht, das überhaupt mit einem schweren Bagger wegzukriegen. Das kann man sich einfach nicht vorstellen. Und ihr seht, wie es hier aussieht, als wenn die Natur hier jetzt Sperrmüll hätte und die Natur hätte hier alles hingestellt. Aber das waren die fleißigen Helfer von gestern. Ich möchte natürlich auch immer wieder motivieren, dass ihr weiter mitmacht. Wir machen dann jetzt immer Aufrufe, nehmen uns bestimmte Bereiche vor und vielleicht nächstes Wochenende hier wirklich das Waldstück, wo wir gerade räumen. Und ihr seht, was hier überall angeschwemmt wurde, raussortiert wurde, was ihr hier wirklich unter Muskelkraft an den Rand gestellt habt. Und vieles ist ja schon weggeräumt. Wir sind ja gestern, haben wir glaube ich insgesamt 44 Kipper weggefahren. 44 mal, ich denke so 16 bis 20 Kubikmeter, könnt ihr euch vorstellen, was hier für eine Müllmenge gelegen hat. Und wir haben ja schon mal hier weggeräumt, aber da hatte ich ja nachher echt einen Psychoknacks, weil ich einfach nicht mehr diese Anschwemmung wegziehen konnte vom Kopf her. Und das war einfach auch ein Kampf gegen Windmühlen, wenn man einfach kein Ende sah. Ich habe auch einen Beifahrer dabei. Vielleicht möchtest du was sagen? Ja, ich war gestern leider nicht dabei, aber muss sagen, es ist wirklich viel passiert. Du kommst aus Pullheim, ne? Richtig. Und du bist immer am Wochenende hier? Ich bin immer am Wochenende hier. Unter der Woche gehe ich ganz normal arbeiten. Und am Wochenende gucke ich, dass ich hier das Möglichste tun kann. Ja. Und du hast eine ziemlich professionelle Kettensäge dabei. Ja, das heißt, nebenbei. Du hast eine Ausbildung und machst das hier. Ja, super. Hier kommt mir eine beladene Erdmulde entgegen. Hat einen Sohnemann dabei. Ich bin ja gerade erst eingetrudelt, weil ich ja eben noch bei den Heulieferanten aus dem hohen Norden war und habe da mal alles gefilmt. Auch die bunte Küche. Die Frau von der bunten Küche, die war eben in Tränen ausgebrochen, weil ihr nach dem Film euch tatsächlich bereit erklärt habt zu spenden und es sind wohl ganz viele Spenden eingegangen, Geldspenden, das lag schon über 1000 Euro innerhalb von 10 Minuten. Es gab 10 Anträge für Vereinsmitgliedschaft und die waren wirklich total gerührt. Also vielen Dank an euch, an die Community, die hier zuschaut und das sind so die schönen Sachen. Und wenn ich das hier so sehe, das lädt echt ein, wieder zum Spazierengehen hier. Hier sieht es wieder manierlich aus. Und man sieht hier keinen Müll mehr rumliegen. Das sah hier wirklich ganz schlimm aus und kann mich ständig wiederholen. Danke, danke, danke für das alles. Ich lasse einfach mal laufen, nehme euch mit. Das ist im Prinzip die Strecke, die ich gleich wieder zurückfahre zu dem Bagger von mir, wo der am Sortieren ist, am Aufbäumen.
Wir machen da diese Holzmiete hin, wo dann ein riesen Häcksler kommt und Hackschnitzel draus macht. Polizei dürfte heute, ich weiß nicht, ob die mit dabei ist, war eigentlich so abgesprochen. Eine Hundestaffel hatte sich auch noch gemeldet, weil wir eben noch Wärmequellen haben. Das ist das Waldgebiet, wo wir jetzt mit schweren Baggern dran sind. Wir haben keine Chance mit kleineren Baggern hier. Die machen hier auch eine Baggerkette, habe ich gehört. Das heißt, vom Waldinneren wird es weitergegeben zum nächsten Bagger. Der gibt es wieder weiter und der äußerste Bagger verletzt dann. Anders ist es nicht möglich. Und gestern hatten wir ja dann nochmal ein Meeting, wirklich ganz professionell. Wir haben ja auch einen Bundesförster mit dabei, der privat hier ist. Und das sind einfach Gespräche, wo ich auch ganz viel dazulernen kann. Und ich höre mir das immer gerne an. Und hier ist alles abgesichert, dass hier kein Privater hinkommt. Hier sind also wirklich nur Firmen. Oder was heißt Firmen? Hier sind alle Maschinenbetreiber. Also es ist einfach zu gefährlich bei der Anzahl Maschinen, dass hier jemand rumläuft und Müll rauszieht. Wir haben hier die Erlaubnis von dem Bauern, hier drüber zu fahren. Das war auch noch ein Problem. Die Leute sind alle psychisch angeschlagen, muss man dazu sagen. Und wenn jemand hier Probleme macht, dann ist das vielleicht nicht, weil er tatsächlich ein Problem uns machen will, weil er einfach am Limit ist mit dem, ja, was sein tägliches angeht. Und deshalb verurteile ich hier auch keinen. Das ist ein ganz schweres Paket, was hier manche Menschen zu tragen haben. Ich muss jetzt mal gucken, wie ich mich hier einordne. Ich fahre jetzt wahrscheinlich zu einem kleineren Bagger, weil ich den Container absetzen kann. Du bist weg, ne? Also er hat alles dabei, seinen Kraftstoff, seine schwere Kettensäge und unterstützt jetzt hier das Kettensägenteam. So, ich fahre jetzt vorwärts, habe hier einen Einweiser. Und stelle mich hier hin. Also hier ist wirklich alles perfekt geregelt und vor allem alles sicher. Hier ist der ganze Kunststoff, der hier raussortiert wird. Ich fahre da hinten hin. Okay. Ihr seht, wie es hier aussieht. Grobe Einschätzung war mit den Baggern, die jetzt hier sind, mit den Großbaggern, 5 Tage. Und das ist eine Sache, die will ich auch ans ADD weitergeben. Es war ja jetzt mal die Frage vom ADD, wie lange brauchen wir hier zum Aufräumen? Ich habe gesagt, lasst uns 2 Tage erstmal aufräumen und dann kann ich euch eine Einschätzung geben. Und selbst die 5-Tage-Einschätzung weiß ich nicht, ob das richtig ist. Keine Ahnung. Ich bleibe jetzt hier mal stehen, weil da steht auch eine leere Kippmulde vor mir. Und ich höre jetzt einfach mal, wie es hier läuft. Ich nehme euch mal mit, solange wie ich filmen darf. Wenn hier irgendwas Kritisches ist, werde ich sofort das unterbrechen. Und das Schlimme ist, oder das Gefährliche ist, hier sind riesen Absätze. Unter dem Holz, man muss selbst mit dem Kettenbagger hier aufpassen, wenn du hier reinfährst, das ist ja alles voll mit Anschwemmungen und der Bagger neigt sich zur Seite, dann hast du ein Problem. Dann sind hier diese ganzen, ich glaube Gasleitungen sind es, die hier angeschwemmt wurden, die hier im Wald liegen. Und ihr seht, was hier los ist und das Ganze ist hier im Wald auch. Hi. Ich bin gerade am Live-Filmen. Ich weiß, man sieht's. Alles gut, das ist kein Problem. Kann ich ja filmen, ne? Ja, ja, alles gut. Wie geht es jetzt hier weiter? Also wir haben jetzt Kreisverkehr eingerichtet, ne, und der Mulden von hier haben wir die jetzt quasi die Zuwege neu gelegt. Gestern Abend haben wir die noch gemacht. Wir haben jetzt quasi da hinten, wo du das erste Mal gestern rein bist in das Waldstück, die Kuhle ist weg, die ist weg, wo wir drumherum laufen mussten. Ne, ja. Die haben wir begradigt für die Trupps, die nach uns kommen. Der Kettenbagger, der hinten jetzt noch am Arbeiten ist, den ziehen wir gerade ein. Den stellen wir hier vorne hin, dass wir jetzt quasi nur erstmal diese Flutwand abarbeiten. Das mehr werden wir heute auch nicht mehr schaffen. Das ist so krass. Ne? Das, was wir hier vorne das sehen, Volumen, ist ja im ganzen Volumen. Wald. Ne? Ja, das Volumen ist halt das Problem. Mulden haben wir jetzt genug da, nur jetzt fehlt es langsam an Baggern. Sonst könnten wir noch mehr Gas geben. Das heißt, für die nächste Woche... Die Sauerländer, die ja eigentlich hier irgendwo in der Gegend sind. Ich hatte die ja gestern kontaktiert, man wollte mich wieder kontaktieren. Ich habe keinen Kontakt bekommen. Ja. Ne? Weil die Jungs mit den kleinen Baggern, die hauen um 14 Uhr ab. Okay. Und dann haben wir nur noch die beiden großen Kettenbagger zum Verladen. Was schätzt du? Ihr sagtet ja 5 Tage mit 3 großen Kettenbaggern, ne? Meinst du, das reicht? Wird man sehen, wie man vorankommt und es geht und fällt mit den Mullen. Und wir sollten uns langsam Kopf machen über den Ablageplatz in Lorsdorf. Ja. Weil du siehst die Masse hier, wie viel Platz haben wir denn da noch?
Normal hätte man hier irgendwie eine Miete machen müssen, aber das Problem ist mit dem Landwirt. Der Bauer will nicht. Ja. Der Bauer will hier keine Miete haben. Deswegen haben wir alles nach Lorsdorf den alten Platz gebracht. Ist das auch sein Wald hier oder was? Oder? Die Wiese geht wohl irgendwie hier so in den Bereich, ging die mal durch. Ach, das sind Anschwemmungen hier, ja, alles? Ja, das ist komplett einmal angeschwemmt. Das gehört hier gar nicht hin. Also das, wo wir draufstehen, sind Anschwemmungen. Das ist nicht original. Hier war Wiese. Man sieht ja auch den wie heißt der Punkt nochmal, den Wachstumspunkt von den Bäumen. Der ist viel tiefer wahrscheinlich, ne? Ja, genau. Also die Bäume sind... Man muss sich vorstellen, diese ganze Schotterfläche, die wir hier sehen, das ist alles diese Flutwelle, die hier reingekommen ist. Ne? Die A läuft eigentlich 100 Meter weiter. Ja. Die war auch nur 5 Meter breit hier an der Stelle und jetzt haben wir mittlerweile einen Flussufer von 75 Meter. Also man fragt sich auch, wie das Ganze hier angeschwemmt sein kann, ne? Das ist ganz einfach, die A macht hier eine Kurve. Ja. Ja, die hat hier eine leichte Rechtskurve und die ist halt einfach geradeaus weiter, die Flutwelle, in den Wald rein. Also das ist eigentlich der schlimmste Wald, den ich jetzt sehe, oder das schlimmste Waldstück hier. Also ich war ja gestern geschockt, als wir durchgegangen sind. Ja, und das alles, was durch die Dörfer durchgekommen ist, als Flutwelle, das ist hier alles gelandet. Weil die halt einfach nur geradeaus und hat uns hier diese Wand aufgebaut und dann in den Wald rein. Seid ihr denn an dem Haus jetzt schon dran überhaupt? Das Haus, das Dach liegt ja da vorne in der Senke drin. Hier vorne liegt das? Da vorne, da ist 100, 150, da liegt das Dach. Und die Wärmequellen, sind die schon, war eine Hundestaffel hier? Marco ist gleich hier, der ist schon auf dem Weg hierher. Ziel ist es heute auch, alle Hotspots aufzumachen, dass wir quasi einen Haken hinter haben. Wir wissen, in dem Wald geht es nicht. Ja. Da man hier das Gebiet dann, ich sag mal, grob richtig reinigen kann. Ne? Weil an diesen Hotspots müssen wir halt langsam aufmachen, diese Nester. Ja. Echt krass. Ja. Stell dich noch mal ganz kurz vor, wer bist du genau, warum bist du hier? Ja, Heiko hatte ich ja gestern schon gesagt und eigentlich habe ich mich mit meinem Partner, sieht man jetzt nicht, mit unserem Pickup voll Motorsägen quasi hier als Säge angeboten. Hatte dann für die Aktion hier die Sägemänner alle zusammengetrommelt im Tal, habe die koordiniert. Nur war gestern hier irgendwie keiner da, der die Maschinen geführt hat und bin innerhalb von einem Tag befördert worden, Baustellenleiter. Ja. Irgendeiner musste quasi die Führung hier übernehmen, weil es halt unkoordiniert gelaufen ist. Und deswegen hatten wir bis Mittag richtig einen Stau drin. Aber mittlerweile, man sieht es ja, ne? Ja, die Jungs mit den Mullen rollen. Also das hat sich gut eingespielt. Ja. Das ist Wahnsinn. Wirklich, ja. Wahnsinn. Also das ergibt sich ja dann auch immer von alleine. Ne? Gestern fehlten uns 3 Bagger. Man konnte es ja auch gar nicht einschätzen. Es waren auf einmal 800 Leute da, die hier geholfen haben. Wir hatten das Vorhinein davon 230 Leute. Ja. Fast die vierfache Menge an Menschen. Und das war einfach unvorhersehbar. Aber wenn ich sehe, wie sauber das jetzt ist bis hierhin, ja, das ist schon Wahnsinn, ne, was sie geschafft haben. Hier ist halt große Problem, diese riesengroßen Fluttrümmer. Ja. Da können wir keine Hilfe reinschicken. Wir als Sägemänner, wir brechen beim Ablenken sogar noch ein in diese Nester. Dann ist man halt bis zur Hüfte kurz mal weg. Ne, und da können wir keine Hilfe reinschicken. Das ist eine Gefahr für einen Unfall, viel zu groß. Ja. Das heißt aufräumen. Und wenn wir das hier im Griff haben, das sind Gasleitungen, ne, oder was? Das sind noch nicht verbaute Gasleitungen, irgendwo aus dem Lager, die hier angeschwemmt sind. Also die waren gar nicht verbaut? Ja. Da muss man auch gucken, wo man die dann zentral lagert, dass die irgendwann abgeholt werden. Aber ich glaube nicht, dass die Deponie das abholt oder annimmt, das weiß ich nicht. Ja. Ich fahre jetzt unter den Bagger? Ne? Unter dem Bagger, ja. Okay. Und dann kannst du, wenn du auf der Höhe bist, kannst du dann gleich mal reingucken. Ne? Dann siehst du gleich, was der große Kettenbagger hinten schon für einen Korridor geschlagen hat. Fahren die Fahrzeuge jetzt alle den gleichen Weg immer mit dem Holz oder fahren die über die Straße? Nein, die fahren über die Straße raus, Lorsdorf rein, abladen. Und man kann den Zwischenweg wieder zurück, aber die Jungs sagen, das dauert zu lange. Die kommen alle über die Bundesstraße wieder rein. Ja, okay. Ja, wichtig ist nur der Kreisverkehr, dass wir keinen Stau hier haben. Kreisverkehr? Hier, der Kreisverkehr. Hier, okay, alles klar. Ja, alles klar. So, kurze Einweisung bekommen. Also ihr könnt es gar nicht erfassen hier mit dem Kamerabild, wie es hier aussieht. Das ist eine mega Katastrophe und das 8. Woche, wie gesagt. Und das ist immer das, was für mich so unverständlich ist, weil es waren ja viele Hilfskräfte hier. Da frage ich mich, hat man das nicht gesehen, hat man das nicht registriert oder warum sind wir jetzt hier dran? Ich meine, wir haben einen Auftrag hier, die Auen aufzuräumen. Der ist über 2 Tage der Auftrag, aber hier brauchen wir, ja, ich denke, in Summe noch 2 Wochen? Ich habe keine Ahnung. Das kann auch keiner einschätzen. Ja, hier ist ein kleiner Fett, 2 Elfer,
für einen Schmalspurschlepper aus dem Weinbau. Hier ist so ein Stammgreifer, ne, mit Säge, glaube ich. Müsst mich korrigieren, ich kenne mich nicht so aus im Forst. Und ich fahre jetzt an den kleinen Bagger mit Sortiergreifer. Weit weg. Jetzt hier näher dran. Kabine zu, damit der Staub draußen bleibt. Ja, hier das Loch ist zugemacht worden. Die haben hier gestern Abend noch lange gearbeitet wohl. Hier, das ist alles das Problem, was wir hier haben. Die ist noch voll. Das ist natürlich eine Katastrophe, sowas. Ne? Also, hier ist einfach alles in dem Wald. Hier ist Beschilderung, wie der Kreisverkehr zu laufen hat. Ich setze das mal gerade an den Rand, dass keiner drüber fährt. Also hier ist so viel Arbeit noch für die Handhelfer, sage ich mal. Hier ist alles voll mit Kunststoff, Styropor. Und die Anschwemmung hier, die ist mega krass. Also der ganze Wald ist voll. Das sind 400 mal 600 Meter der Wald. Und wir sind nur jetzt hier, wo die Welle angekommen ist, am Räumen. Und im Wald selber, ich guck mal, ob ich es euch schnell zeigen kann. Ich muss ihm kurz was sagen. Hi. Meine Klappe geht ja so auf, ne? Musst du nur so laden, dass es rutscht. Ja. Danke. Ja, die hat es schon hinter sich hier. Styropor. Ich lasse das mal hier liegen. Ich zeige euch nur, wie es hier aussieht und warum es wichtig ist, dass wir gemeinsam hier weitermachen. Dass wir viele Leute brauchen, die per Hand hier aufräumen. Ihr seht hier überall Kunststoff, Farbeimer. Hier ist einfach alles. Hier hat schon einer fleißig vorsortiert. Ich gehe mal ein Stück in den Wald. Hier sind die Kettensägen-Leute, die hier Vorarbeit machen. Er hat gerade eine Runde Fußball gespielt, zur Ablenkung. Morgen. Hi! Kannst du noch, oder? Ich bin gerade live, ne? Ist okay. Bist fertig, oder? Ja, wir müssen jetzt laden, vorne. Also als kleingeschnitten da hinten und jetzt geht's weiter. Was denkst du, wie lange brauchen wir hier, um das aufzuräumen? Wenn ich die Anschwemmung hier schon sehe, da kriege ich schon wieder Stresspickel. Woche, zwei. Das ist unglaublich. Also ihr könnt die Anschwemmung hier, ihr könnt es nicht fassen. Ich fülle mir jetzt hier nach oben, ja? Ich stelle mich mal drunter. Und ich gehe mal ein Stück weiter. Morgen. Ihr Fleißigen. So, und jetzt endlich da. Ja, ich bin gerade beladen. Ich fahre jetzt direkt weiter. Also so geht es hier den ganzen Wald. Ne? Hier sieht es überall gleich aus. Ja. Ja. Drei Wärmequellen haben wir ausfindig gemacht. Einmal ein Weinfass, halb voll.
Das war eine Wärmequelle, oder was? Eine Wärmequelle, einmal ein Wasserfass drin, so ein Regenwasserfass mit Wasser drin, das war eine Wärmequelle und eine Biomülltonne mit Wasser. War auch am Gären dann. Ja. Also drei Wärmequellen von sechs sind schon mal, Gott sei Dank. Also was heißt Gott sei Dank, man weiß es nicht. Für die Hinterbliebenen wäre es eigentlich gut. Ne? Also die drei machen keinen Schaden mehr. Okay, super. So, ja? Also. Ich fahre schnell leer, sonst kriege ich Ärger vom Baggerfahrer. Ja, mach das mal, bevor es lecker gibt. Ihr seht hier, wie hier sortiert wird. Ne? Da ist das Weinfass wahrscheinlich. Das ist ein 30 Tonnen Kettenbagger, glaube ich. Der fährt gerade das Weinfass raus. Und ich gehe jetzt kippen, dass es hier vorangeht. Ja, also das hier ist die Realität. Hier ist nichts geschönt oder sonst was. Ich sag einfach, wie es ist. Und es ist immer noch katastrophal. Und wir brauchen eure Hilfe. Ne? Ja, ja. Der macht jetzt hier Weinprobe. Hey, was sagst du jetzt zu? Ja, wie immer katastrophal, ne? Man denkt nach so und so vielen Wochen, wie wir hier sind, dass wir hier noch einen ganzen Haufen haben. Nimmt kein Ende, ne? Ja, irgendwie nicht, ne? Ja. Aber ich glaube, das ist das Schlimmste, was ich jetzt gesehen habe. Das Waldstück hier. Ja, das ist katastrophal, also. Echt. So, ich fahre weiter. Verabschiede mich mit den Bildern hier. Ihr habt einen Eindruck, was hier heute am Sonntag läuft. Und bitte, bitte bleibt mit dabei. Helft weiter. Sobald wir irgendwie das Licht am Ende des Tunnels sehen, werde ich das auch so benennen. Aber aktuell brauchen wir euch hier alle. Wirklich. Bitte? Ja. Jo. Dann bis später. Gerne. Wir können ja mal tauschen. Fahr ich deinen. Ah, das kriegst du schon hin. So. Er ist noch ein bisschen am Drücken. So. Fahren wir über die Bundesstraße, ne, oder? Ja. Ich lass mal laufen, weil hier während des Fahrens. So. Wir haben ja ein Einbahnstraßenverfahren heute Morgen hier eingebracht. Also wir kommen von hier vorne gefahren. Wir fahren jetzt immer so rumweg, also nicht gegenseitig, aber zwischendurch. Ja, das ist immer gut mit so schweren Maschinen, dass es eindeutig ist, dann muss keiner warten, sonst sind die Baggerfahrer sauer. Also das muss immer hier weitergehen, immer vorangehen und du musst sehen, welcher Bagger frei ist, mit welchem Gerät du drunter fahren kannst. Kleiner Bagger, kleine Hänger, große Bagger können wir mit den hohen Hängern, das ist die Überladehöhe, die wir hier beachten müssen. Und ihr seht, wie es hier aussieht, das ist, also ihr könnt es wahrscheinlich gar nicht genau sehen hier, aber es ist einfach katastrophal. Süßliche Geruch hier im Moment immer, ne? Also man merkt überall in den Ecken, wo man ist, diesen süßlichen Geruch, diesen bestimmten Geruch, den man hier kennengelernt hat. Ja, Gott sei Dank waren es jetzt in drei Fällen ein Weinfass, eine Tonne, eine Mülltonne, die am Gären war und noch irgendwie ein Wasserfass, glaube ich, was wahrscheinlich auch am Gären war. Ne? Aber da siehst du mal, wie exakt die Wärmebildkamera arbeitet. Ne? Das ist der Cedric hier. Auch die ganze Zeit mit dabei. Hier fahren wir bis auf die Bundesstraße über den Weg. Ich glaube, die fahren alle Bundesstraße jetzt, ne? Ja. Das sind die Borkener, ne, glaube ich. Ja. Oder? Ja. Also, Gruppe aus Borken ist hier dran und hilft mit drei Fahrzeugen. Wie es sie dann zusammenhält. Hier wird alles geregelt, wirklich alles. Wir werden hier durchgewunken, das ist per Funkverkehr auf der Straße. Steht einer mit einer Kelle. Und das finde ich wirklich super genial, dass das so kollegial hier läuft. Das ist ja eigentlich Polizeiaufgabe, sage ich mal. Aber hier hat jeder Verständnis, jeder Autofahrer zeigt einen Daumen nach oben. Jeder hält direkt an, wenn du mit einer Erdkarre ankommst und lässt dich vor. Die wissen, warum wir hier sind und ja, wir machen das hier, wir wuppen das Ding irgendwie gemeinsam, ne? Ja. Du bist ja jetzt auch schon wochenlang hier mit deinem Trecker, ne? Ja, Wochen bin ich jetzt schon hier, ne? Auch von Anfang an, ne? Wir hatten gestern, waren die Shuttlebusse ein bisschen zu spät, ich hatte mir auch einen LKW die Leute runtergefahren. Ach, mich doch so
ältere Leute, die nicht auf den LKW drauf kamen, im Frontlader hochgehoben. Ja. Das war das Highlight eigentlich gestern für den. Ja, aber das sind die Momente, die muss man auch festhalten. Ja. Ne? Die sind so schnell vergessen. Dankeschön. So, hier oben werden wir dann auf die Straße geleitet und dann geht's Richtung Deponie. Ich höre dann auch auf der Straße auf zu filmen und werde mich aufs Fahren konzentrieren. Ihr wisst Bescheid, was hier nötig ist, wie es hier aussieht. Hier kommen die Dixi-Klos, die sollten glaube ich auch für uns geliefert werden. Ne? Also das klappt sogar sonntags, dass wir hier Dixi-Klos hinkriegen. Hervorragend, vielen, vielen Dank. So, Verkehr wird angehalten, wir können direkt durchziehen. Ihr seht, wie es hier läuft. Einfach genial. Und genau so muss es laufen, miteinander, nicht gegeneinander. Abgeklärt mit der Stadt, mit der Gemeinde hier. Und das ist einfach hervorragend. Ich höre auf zu filmen. Bis dann. Tschüss.